Bernd, fühlt sich schon fast an wie Urlaub, oder? Das stimmt, da hast du recht. Könnte auch in Zukunft oder wird in Zukunft auch öfter vorkommen, weil du hörst leider auf. Du machst Schluss als Betreuer und nach 18 Jahren war es das für dich. Wie geht's dir damit? So, wie soll mir damit gehen? Gut, ich habe im Dezember den Entschluss gefasst, aufzuhören. Ich denke, 18 Jahre oder fast 19 Jahre reichen. Ich habe viel Freizeit geopfert in den letzten Jahren, auch Urlaub geopfert für den Verein. Aber ich möchte jetzt so langsam auch wieder ein normales Privatleben führen. Okay, können wir sicherlich verstehen. Du bist ja auch noch Schiedsrichter nebenbei, also am Wochenende auch oft unterwegs. Du hast gesagt, 18 Jahre für den Verein, hast eigentlich alles erlebt, von der Oberliga bis zur zweiten Liga. Was war da für dich so der prägendste Moment? War alles, glaube ich, auch der Aufstieg damals in der Regionalliga, wo ich angefangen habe. 98, 99 sind sie aufgestiegen in der Regionalliga. Und da habe ich ja angefangen mit Zeitnehmer und Sekretär bei dem Verein, weil es da damals noch keine neutralen Kampfgerichte gab. Die kamen ja erst später. Ja, und dann den Betreuer mit übernommen habe, den Posten. Und es hat Spaß gemacht, die ganzen 18 Jahre. Echt Spaß gemacht. Ich habe Trainer, Chucky, wie es alle heißen, Wutke Erik, Frank Wulfenstieg. Es war immer eine schöne Zeit. Auch jetzt mit Micha, kein Problem. Okay. Wirst du denn dem Verein weiter treu bleiben? Also wird man dich auch trotzdem weiter in der Stellerwiese sehen? Oder machst du mal jetzt eine Pause in der dritten Liga, dass du sagst, nur jedes zweite Heimspiel, Auswärtsspiele gar nicht? Was ist da so geplant? Ich werde mir Spiele auch angucken in der neuen Saison in der dritten Liga. Wie viel oder wann und wo, das weiß ich natürlich nicht. Das plane ich dann kurzfristig. Okay. Ja. Samstag dann dein letzter Auftritt gegen Dessau, 18 Uhr. Erwartest du noch ein Abschiedsgeschenk von der Mannschaft? So ein Sieg wäre schon noch schön zum Abschluss, oder? Ja, klar, wäre ein Sieg nochmal schön zum letzten Spiel. Die Jungs versuchen auch alles, da war jetzt auch die letzten 2, 3 Wochen, die Spiele haben sie alles versucht. Der Micha versucht auch alles mit den jungen Leuten, aber im Endeffekt reicht es noch nicht so ganz, meine ich. Okay. Vielleicht reicht es dann in der dritten Liga, da geht es dann weiter. Du wirst trotzdem noch dabei sein, hast du gesagt. Ich möchte dir nochmal danken. Ich bin ja erst seit diesem Jahr dazugekommen, konnte deine Arbeit erst dieses Jahr schätzen. War schön mit dir. Schade, wir können nicht mehr so schön rumfrotzeln auf Auswärtsfahrten. Das wird ein bisschen fehlen. Aber ja, sagst Ja, du. Okay, alles klar. danke dir, Bernd. Ja. Und Ich wünsche natürlich der neuen Mannschaft in der dritten Liga viel Glück und sie schaffen den Aufstieg wieder in die zweite Liga. das ist doch mal ein Schlusswort. Dankeschön.